willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um meine Kerem-Duke. Ihr habt sicherlich schon, ihr habt schon einen Kommentar angeschrieben, ihr habt schon drauf gewartet. Ich denke mal, zumindest einige von euch. Was ist eigentlich mit der Kerem-Duke? Wann machst du die endlich? Tja, die steht vor mir. Warum ich die nicht gemacht habe? Ganz einfach. Weil es ist einfach übelst viel zu tun mit der Kerem-Duke. Deswegen, dazu kommt noch, es muss, die Hälfte der Teile müssen ersetzt werden. Was nicht ersetzt werden muss, muss repariert werden. Das Beste an der Maschine zurzeit, wohlgemerkt zurzeit noch, ist hier der Schlüssel. KTM-Schlüssel. Juhu! Geil! So, ich würde mal sagen, ich weiß, um ehrlich zu sein, gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil im Prinzip, ich habe mich gerade schon mit meinem Kollegen unterhalten, was machen wir zuerst? Weil, da sieht scheiße aus. Das geht auch da nicht hin. Das hier, das dreht sich ja alles. Geht auch da auch nicht hin. Der Lenker an der Stelle. Und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke mal, als allererstes werden wir... Als erstes machen wir die Handprotektoren von Polysport machen wir ab. Weil ich finde, es ist ein Naked Bike und da gehört sowas einfach nicht hin. Es sieht schlimm aus, es ist unbequem. Geht gar nicht. Ab damit. So, ich würde sagen, ich mache mal erstmal hier die Schelle locker. Wenn man hier ganz genau hinguckt, da sieht man schon, hier ist ein Imbus, hier ist Sechskant. Die Schrauben sind ja um einiges auch noch länger, wie die sein sollten. Daran merkt man schon mal die tolle Qualität, in Anführungszeichen. Die Arbeit wurde halt ziemlich schlampig durchgeführt. So, die erste Schraube. Jetzt schauen, was die zweite sagt. Die zweite geht sogar auch ganz leicht aus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. So, das legen wir mal an die Seite. Und dann geht es weiter. Die sind einmal hier reingeschraubt. Bin ich mal gespannt, was das sagt. Okay. Ich muss dazu sagen, das, was ich sehe, gefällt mir nämlich überhaupt nicht. Und zwar, weil das ist das, was übrig bleibt. Das ist scheiße. Na gut, das lasse ich erstmal so. Aber wirklich nur erstmal. Ein Protektor haben wir schon mal in der Hand. Übrigens, es scheint, dass der schon mal wirklich ein paar Kratzer hat. Also irgendwas hat er schon erlebt. Legen wir auch an die Seite. Machen wir mal die andere Seite. Mal schauen, ob das auch so leicht abgeht. Oh, sieht sogar ganz gut aus. Erster Schraub ohne Unterlegscheibe, ohne gar nichts. So, weg damit. Dann haben wir natürlich auch von der Seite einen Imbus, was auch so schwer rausgeht. Beziehungsweise, das haben die ja richtig fest da angeschraubt. Raus damit. Gehört da halt nicht hin. Abgesehen davon, hier müssen Gewichte dran, damit das Motorrad bei höherer Geschwindigkeit nicht in Schwanken kommt.
So, die Handprotektoren, die haben wir schon mal ab. Dann sehe ich schon mal das nächste Problem, und zwar ist das, die Kupplung ist viel höher als die Bremse. Geht so, wie es ist, gar nicht, überhaupt nicht. Das ist eine Katastrophe, die Bremse muss natürlich viel höher. Aber ich sehe auch hier Kabelbinder, Heißkleber, jeder mögliche Mist, der nicht dahin gehört. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier Heizgriffe verbaut und so toll abisoliert. Das geht gar nicht. Die müssen ab. Ich würde sagen, ich versuche mal als erstes. Was ist denn hier los? Was ist denn das? Warte mal, hier geht. Oh, da stimmt irgendwas nicht hier. Schauen wir mal. Machen wir die Schraube wieder raus. Ja, okay. Das dürfte so natürlich schon mal nicht sein. Ah, das ist bestimmt von den Protektoren, dass das hier so drin war. Stecken wir auch wieder ganz leicht rein. Hier steht Daytona Japan. Juhu! Japanische Teile an eine KTM. Toll! Schauen wir mal, was mit dem Gasgriff ist, weil das dreht sich nun mal alles mit. Normalerweise ist ein Teil hier an zwei Schrauben befestigt, eine rechts und eine links. In dem Fall, ja, in dem Fall kann ich das drehen, wie ich lustig bin. Und normalerweise ist es ja Kreuzer. Und wie gesagt, normalerweise ist es zwei. Hier unten fehlt schon mal einer. Okay, sei es drum. Machen wir als erstes das Teil ab, würde ich sagen. Na? Wie groß war doch meine Überraschung, wo ich sowas gesehen habe. Beziehungsweise sollte mich eigentlich nichts mehr überraschen bei dieser Maschine. Aber schaut euch das mal an. Da hat derjenige hatte anscheinend bloß kleine Kabelbinder und da hat er zwei Kabelbinder zusammen gemacht. An einer Stelle, wo gar kein Kabelbinder eigentlich gehört. Cut. Furchtbar. Wie kann man sowas machen? Natürlich geht es hier auch weiter mit Kabelbinder und ja, Rotze. Hier haben wir eine Schraube, die da gar nicht reingehört. Ne. Die natürlich auch richtig beschissen rausgeht, weil es gar nicht raus will. Was schon ziemlich überraschend. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn für eine Scheiße? Guck dir das mal an. Guck dir das mal an, was ich hier rausdrehe. Das ist eine Holzschraube, die hier einfach abgeknipst wurde. Oder ist das eine Blechschraube? Sowas gehört da nicht rein. Auf gar keinen Fall. Das ist schon mal klar. Schauen wir mal weiter, was wir hier noch finden. So, wenn wir das hier aufmachen, sehen wir erstmal beschädigte Kabel. So, das drehe ich mal raus. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Das kann ich theoretisch abziehen. Praktisch wieder gerade nicht. Och, schön! Das war mal ein Gaszug. Warte mal. Mach mal den raus und dann kann ich es mal zeigen. Erstmal ist hier der Griff. Der zweite Gasgriff ist schon mal, Heizgriff ist schon mal ab. Das Schöne dran ist hier, das ist der Gaszug, Gasbautenzug. Der ist sowas von hinüber, würde ich behaupten. So, dann haben wir hier normalerweise, damit das Ganze nicht durchrutscht, ein Loch. Und hier das Gegenstück. Hier müsste eigentlich irgendwo ein Gegenstück sein, was hier reinkommt, damit das Ganze nicht dreht in sich. Das haben wir hier natürlich
Überhaupt nicht. Wir haben auch hier wunderschönes Panzertape. Den Mist können wir schon mal abschnippeln. Das kommt da einfach nicht hin, das gehört da einfach nicht hin. Das kann ich natürlich als Zweirad-Mechatroniker überhaupt nicht sehen. Das machen wir ab. So, weg mit dem Mist. Ja, ich sehe als nächstes, dass man den Gasbautenzug auf jeden Fall wechseln muss. Das heißt, wir brauchen das gar nicht richtig zusammenzubauen, weil das alles hinüber ist. Da stecke ich mal wieder hier drauf. Und hier sollte normalerweise, ist hier ein Gewinde drin, was ich hier überhaupt nicht sehe. Hier ist normalerweise so ein Einsatz mit einem Gewinde drin, also normalerweise aus Messing, Kupfer, irgendwie sowas. Und hier ist gar nichts mehr davon vorhanden. Schauen wir mal, wie das erstmal so provisorisch dran kriegen. Ja, das geht ja gar nicht richtig zu. Was eigentlich schon praktisch zu erwarten wäre. Also das ist das hier im Weg. Hier fehlt absolut alles, meine Runde. Okay, sehr schön. Ich mache erstmal die Schraube wieder rein. Es gewinnt es eh alles hinüber. Und damit das mir nicht überall rumbaumelt, mache ich das erstmal rein. Und schauen einfach mal eine Runde weiter. Sitzbank. Sehr schön. Jetzt mache ich mal die Fahrersitzbank ab. Man sieht hier schon, die Schraube hält nämlich überhaupt nicht. Die Unterlegscheibe ist noch besser, die da drunter ist. Eine riesen Unterlegscheibe und eine konische Schraube. Das ist natürlich sehen wir da, selbstbezogene Sitzbank. Und drunter, nee, ist nichts. Das haben die, den alten Stoff haben die schon abgemacht. Was sehen wir als nächstes? Haufenweise Klebeband. Haufenweise Klebeband. Haufenweise leerer Stecker. Oh je, oh je. Ich bin erstaunt und verblüfft. Die Dummheit der Menschheit ist unermesslich teilweise. Schaut euch das mal bitte an. Hier, das ist alles Farbe. Da hat jemand mal das ganze Motorrad auseinander gehabt und sogar hier gesprüht gehabt. Juhu. Und wir sehen hier auch weitere Kabelbinder. Ich frage mich, für was hier der Kabelbinder sein soll. Einfach, damit man das Ding verunstaltet weiterhin? Oder wie hat sich der Erbauer, sag ich mal, das vorgestellt? Echt krass, also sowas habe ich echt noch nie gesehen. Es ist echt eine Herausforderung, selbst für mich. Wir schauen einfach mal weiter. Wir machen einfach weiter die Verkleidung ab und schauen, was zu Vorschein kommt. Ich versuche mal hier das Heck. Die Schrauben sind natürlich, das ist natürlich genial, weil konische Schrauben in der Verkleidung, ja, seht euch das an. Ich weiß nicht, ob er die im Bauhaus im Angebot gekriegt hat, derjenige, oder warum der so viel davon verbaut hat. Weil, nur mal zu besseren, für besseren Verständnis, ja. Wenn man so eine Öffnung hat, in Kunststoff, wie jetzt hier oder sonst wo, und man steckt das mit so einer konischen Schraube da rein, ohne Unterlegscheibe, ohne Gummiunterlegscheibe, ohne Schutz, jeglichen Schutz, was passiert denn damit? Erstens, wenn man das zu fest reindreht, dann geht die Verkleidung kaputt. Wenn man das zu locker reindreht, dann lockert sich die Schraube. Ohne ein Gummi drunter, ohne gar nichts, konische Schraube, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Schauen wir weiter. Ich habe so die Vermutung, dass das irgendwie verklebt ist. Scheint irgendwo zu halten, weiß der Geier wo.
Gut, egal. An der Maschine würde ich sagen, ist es jetzt nicht so dramatisch. Wir haben hier unten noch zwei Schrauben. Oder nur eine? Ist da überhaupt eine? Nee, da ist gar nichts. Nee. Natürlich wieder eine andere Schraube. Natürlich! Ist doch klar. Warum denn gleiche Schrauben benutzen? Ist doch zu viel verlangt, ne? Das ist doch Quatsch. Sonst wäre das ja fast qualitativ. Dreht die überhaupt raus? Ja, tatsächlich, die dreht sich. Ich hoffe nur, dass die Mutter nicht irgendwo noch, dass da nicht irgendwo noch eine Mutter eingesetzt ist, die jetzt gerade mitdreht. Sonst kann ich ja drehen, bis ich schwarz werde. Ah, sieht gut aus. Ich hab die. Schauen wir weiter. Tja, was für eine Überraschung. Es geht immer noch nicht ab. Wieso, weshalb, warum? Warum? Ganz einfach, weil hier noch sowas verbaut ist. Hier diese kleinen, riesen, langen Schrauben, die sind natürlich durch. Durch die Verkleidung, durch den ganzen Scheiß, durch. Also brauchen wir jetzt inzwischen noch ein anderes Werkzeug, und zwar ein Kreuzer. So, da drehe ich das mal mit dem Schraubenzieher inzwischen. Mal raus hier. Mal schauen, wie weit ich überhaupt komme. Aber ich muss sagen, so ein abenteuerliches Motorrad hatte ich noch nie gehabt. Das ist wirklich Abenteuer pur, weil du weißt ja nicht, was hinter der nächsten Schraube versteckt ist. Ob das ganz ist oder nicht. Na gut, meistens ist es nicht ganz. Davon kann man schon mal fast ausgehen eigentlich. Solche riesen Schrauben. Ach, schau mal einer, guck. Eine Unterlegscheibe aus Gummi. Wahnsinn. Ist zwar kaputt, aber schon mal Fortschritt. Auch wenn die Schraube hier überhaupt nicht reingehört, aber Riesenfortschritt. Auch hier wurde kaputt getuned. Und zwar, wenn man dann hier unten guckt, ja, guck mal, von hier unten. Hier ist haufenweise so Tuning, in Anführungszeichen. Hier ist diese scheiß hässliche Klebefolie überall. Gut, dann schauen wir mal, dass wir das mal abnehmen. Oder auch nicht abnehmen. Weil die haben ja Nieten reingemacht. Natürlich. Was denn sonst? Warum denn nicht Nieten? Wenn wir schon sowieso das ganze Motorrad verunstalten, warum dann nicht gleich Nieten? Ich versuche einfach mal irgendwie weiterzukommen. Aber sieht schlecht aus. Der wehrt sich. Das war so genial, dass er sich wehrt. Und wieder mal eine andere Verbindung. Schauen wir weiter. Hier ist ein Imbus. Die Größe ist nicht. Schauen wir mal bei der Größe. Ah, die ist. Natürlich wiederum ganz anderer Motor drunter. Ja, wie denn sonst? Und wieder eine. Ne? Punkt. Oh, hier kommt einiges zum Vorschein. Sowas wie sowas. Das liegt einfach mal so in der Verkleidung drin. Weil es einfach es kann. Anderen Grund gibt es nicht.
So, ich würde sagen, ich habe gerade eben beschlossen, dass ich die Verkleidung wohl komplett abbauen muss. Was heißt beschlossen? Ich habe ja keine andere Wahl. Schauen wir einfach mal weiter. Hier ist ein Kreuzer. Kreuzer hatten wir schon mal. War schon mal gut, okay. Ach, mit Unterlicht. Schau mal, guck. Hier ist ein Imbus. Welche Größe ist das hier? Ja, da passt. Hier ist noch ein Imbus. Schauen wir, wie ich überhaupt so komme. Ach, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Ja, das fällt einfach so mal raus. Ich habe das jetzt nicht, das Video geschnitten an der Stelle oder so, ja. Das fällt wirklich so einfach raus. Und hier ist das Halteblech, was das Ganze halten sollte. Allerdings muss ich dazu sagen, sieht nicht ganz original aus. Das hier sieht eher aus wie von einem, weiß ich nicht. Wo verbaut man so einen Scheiß? Gut. Ja. Ich bin wortlos, ganz ehrlich. Was sehen wir da? Was sehen wir da? Wir sehen hier noch mehr. Was ist das? Schau mal das eine an. Was ist das? Ich versuche das mal jetzt rauszukriegen. Mal schauen. Das sieht aus wie irgend... Was ist denn das hier? Hier liegt irgendwas rum. Ich versuche das mal rauszubekommen. Das wird wohl nicht gehen. Na gut, bauen wir mal als nächstes die Batterie aus. Auch bei der Batterie sieht es lustig aus. Und zwar haben wir wieder hier solche Imbus mit konischen Köpfen. Schauen wir mal, was das hier ist. Das ist er nicht. Das wird bestimmt das hier sein. Also wer bitteschön hat keine Schraube für die Batterie? Das ist schon heftig. Ich baue, würde ich sagen, mal die Batterie erstmal komplett aus. Das geht so gar nicht. Egal. Vor allem, das ist auch witzig. Wir haben hier das Minuskabel und hier ist eine Plus-Pull-Kappe drauf. Warum? Weil hier haufenweise lose Kabel liegen. Und damit das nicht funkt, haben die sowas Schönes verbaut. Hier geht es natürlich noch weiter. Was ist das? Was ist das? Das Kabel, das ist, hat gar keinen Halt mehr. Egal, bauen wir mal die Batterie aus. Ja, sehen wir doch schon mal, was das hier ist. Was ist das? Was ist das? Aber wirklich, was ist das? Ich bin ratlos. Wenn jemand von euch weiß, was das ist, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren. Hier ist ein Stück Schlauch, Gartenschlauch. Ist noch mehr Klebeband, noch mehr Klebeband. Schauen wir weiter. Ich habe das nächste schöne Teil gefunden. Und zwar haben wir hier haufenweise Draht. Knipse ich einfach mal durch, weil es hier einfach nichts zu suchen hat. Es wird demontiert. Kabelbinder, was hier natürlich auch nichts zu suchen hat, wird demontiert. Noch mehr Draht, was hier ebenfalls nichts zu suchen hat, wird ebenfalls demontiert. Dann haben wir hier noch die Verkleidung an eine Schraube. Diese Schraube ist mitlackiert, was natürlich zeugt von Profi-Qualität. Ach, die ist auch festgeklebt. Oh, schön. Die Verkleidung fällt mir einfach so mal in die Hand.
Sehr gut. Und auch hier sehen wir was? Wir sehen haufenweise komische Farbe. Na, willst du wieder rein? Die will ja gar nicht mehr rein. An deiner Stelle würde ich das auch nicht mehr wollen. Das Motorrad, wie man sieht, wurde schon ganz schön misshandelt. Anders kann man dazu echt nicht mehr sagen. Das ist einfach nur... misshandelt, vergewaltigt. Hey, ruhig. Ich bin auf deiner Seite. Schauen wir weiter. Ach, schöne Kabellage. Das machen wir mal ab. Jetzt haben wir hier mal einen Stecker. Jetzt haben wir hier haufenweise Klebeband. Versuche ich jetzt mal alles hier ein bisschen mal abzufriemeln. Ach, das fällt schon von allein raus. Sehr gut. Also, grün ist an schwarz angeschlossen. Schwarz ist an gelb angeschlossen. Nur mal zu besserem Verständnis, ja. Das ist Papierklebeband, ja. Das ist Papier. Da haben wir hier noch mehr. So, wunderbar isolierte Teile. Ach, wir haben hier sogar eine Mischung. Das ist ja eine tolle Mischung, ne? Paketklebeband mit Panzertape. Gucken wir weiter. Was für schöne dicke Kabel. Die können natürlich viel Strom durchleiten, ne? So, da kann ich euch jetzt endlich mal zeigen, warum ich das Teil nicht einzeln abnehmen konnte. Und zwar haben wir hier Nieten verbaut. Warum denn nicht? Wir haben schon zigtausend verschiedene Schrauben drin. Warum denn nicht auch gleich Nieten mit dazu nehmen? Die Kabellage ist einfach nur die Kabellage. Punkt. Hier gucke mal, weil das so nicht gepasst hat, haben die hier abgeschnitten ein Stück und reingequetscht. Hier haben wir auch alles zusammengequetscht. Das wurde einfach nur angebunden. Sehr gut. Weg damit. Schauen wir weiter. Hier haben wir was, was überhaupt nicht mehr hält. Ja, wie denn auch? Das müsste ja eigentlich normalerweise hier so an der Seite sein. Oder, nee, das müsste nicht da an der Seite sein. Das müsste eigentlich hier dazwischen sein. Diese Feder müsste eigentlich hier verbaut sein. Und das gehört eigentlich normalerweise dahin. Und so funktioniert das Ganze eigentlich. Man zieht hier mit dem Schloss hier dran und dann öffnet sich das Schloss. Man sieht auch hier der Riegel, der sich drin bewegt. So. Genau, so müsste das eigentlich sein. Dann, was mich als nächstes sehr interessieren würde, warum haben wir hier ein schwarzes Kabel an Minus an Plus angeschlossen? Ist schon sehr komisch. Ich traue mich fast gar nicht, hier die Verkleidung abzuschrauben. Das Klebeband hier alles abzuschrauben. Ach, natürlich. Was denn sonst? Schaut ihr mal die wunderschönen Schrauben an. Was haben wir hier drunter? Natürlich gebrochen. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Jetzt schauen wir mal, ob da ein Luftfilter überhaupt drin ist. Oh! Hält die überhaupt? Oder kann ich die jetzt so rausnehmen? Nee, so raus kann ich die nicht nehmen. Hier muss ich das mit der Zange machen. Weil das natürlich absolut zerdreht ist, innen drin. Ich versuche mal per Hand. Ja, es geht sogar per Hand.
weil das hier schon geklebt ist und kann ja gar nichts mehr halten. Ich habe so fast das Gefühl, als ob ich das ganze Motorrad komplett zerlegen müsste. Ach, der Filter ist ja schön sauber. So sieht der Filter aus. Fast wie neu, würde ich sagen. Mein Gott. Und das ist das, warum das natürlich nicht halten kann. Und ja, mir fehlen einfach die Worte, ganz ehrlich. Hier war ein Mörder dran, irgendwas, keine Ahnung. Irgendwas war definitiv da dran. Ja, ich überlege gerade, ob das überhaupt Sinn macht, weiterzumachen. Ich würde ganz gerne, komm mal her, drum. Schau mal hier. Wir haben hier haben wir erstmal Kabelbinder. Ab damit. Hier haben wir Kabelbinder. Ab damit. Hier haben wir noch mehr Kabelbinder. Auch die ab. Ab damit. Jetzt geht es hier natürlich noch weiter. Und zwar haben wir hier irgend so ein komisches Klumpen. Was ist das für ein Klumpen? Das ist fast wie so eine Schatzsuche. Jetzt will ich einfach mal wissen, was da drunter ist. Wirklich wie so eine Art Schatzsuche. Weil man weiß halt nicht, was hinter der nächsten Schraube ist. Und am nächsten Kabelbinder und am nächsten Panzertape. Aha, erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Was wird wohl da drunter sein? Ein Stecker und ein Kabelbinder natürlich. Was haben wir hier? Gelbes Isolierband. Wie denn sonst? Schau mal, wieso hier gelbes Isolierband ist. Weil bis jetzt sehe ich gar keinen Grund dazu. So, was ist das denn? Wir haben hier einen Stecker und auch so ein Paket. Auch das mache ich mal ab. Gucken, was das überhaupt ist. Wahnsinn. Oh! Schau mal einer, guck. Hier haben wir ein... Was ist das? Magnet ist es schon mal nicht. Was hier drin verbaut ist. Sieht aber aus wie eigentlich wie so ein Sensor oder sowas, ja. Schauen wir weiter. Was ist das hier? Was ist das? Was ist das? Was ist das jetzt? Ein Magnet? Das ist ein Magnet. Und das ist irgend so ein Sensor, würde ich behaupten. Das kann ich mir selber gerade überhaupt nicht erklären, was das sein soll. Tja, Leute, wer schon mal sowas gesehen hat, schreibt mir einfach alles in die Kommentare. Ich würde mich freuen zu erfahren, was das hier darstellen soll. Eine Nummer ist übrigens auch nicht drauf.
Schätze mal so rum. Kommt das irgendwie hin? Und was das hier ist, ich habe einfach keine Ahnung. Schätze mal, das kommt bestimmt irgendwie so da rein. Abgesehen davon, dass es hier alles verbogen ist, ja. Schaut euch das mal an. Wir haben hier einen direkten Luftfilter. Kabellage, wo gar keine Kabellage sein sollte und keine Kabellage, wo welche sein sollte. Dann haben wir hier hauptsweise Kratzer, hauptsweise irgendwelche Farbe. Was weiß ich nicht, was das ist, ob das jetzt wirklich eine Farbe ist. Wir haben hier ein kaputtes Luftfilterkasten. Der Luftfilter ist total verdreckt. Wir haben gerissen Bautenzug. Wir haben eine komplette Verkleidung, die defekt ist. Wir haben haufenweise Kabelbinder abgenommen. Und wir haben haufenweise Isolierband, Paketklebeband, Panzertape, Draht, alles Mögliche schon mal abgebaut. An dieser Stelle würde ich erstmal Tschüss sagen. Wir schauen einfach in der nächsten Folge weiter, was dann noch so zum Vorschein kommt. Ich würde sagen, wir machen dann in den nächsten Folgen dann sowas wie die Tankverkleidung ab und gucken noch ein bisschen tiefer rein. Ich habe zwar schon Teile bestellt, die aber in dem Zustand einbauen, wäre ja Quatsch. Also würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schön wieder einschalten und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.